Viele sehen sie als Rambos auf zwei Rädern. Sie sind schnell, kommen überall durch in der Großstadt. Fahrradkuriere. Wer es eilig hat, ruft sie. Oftmals muss ich mir das erkämpfen bei den Autos. Hey, hey, hey! Ihr Job? Ein täglicher Kampf auf der Straße. Ich bin schon gestürzt. Ich habe mich auch schon ernsthaft verletzt. Am gefährdetsten Fußgänger. Oh Gott. Ich glaube, es ist mir gerade zum zweiten Mal passiert. Immer Stress um neue Aufträge. Invaliden nach 33, Retour, Bundesplatz, zum Zollerndamm, wenn auch auf die anderen Aufträge. Sie transportieren alles, von Akten bis Zahnersatz. Dankeschön. Immer unter Strom, immer gegen die Uhr. Man hat ja bei jedem Auftrag ein kleines Hochgefühl, wenn der erledigt ist. 2 Tage unterwegs mit Fahrradkurieren auf ihrer Jagd durch die Hauptstadt. Voll in die Pedale, der harte Alltag der Fahrradkuriere. Jetzt in der ZDF-Reportage. Berlin Mitte, morgens 7:30. Inforadio Verkehrsservice. Viel Geduld benötigen Sie in der gesamten Berliner Innenstadt. Auf den Stadtautobahnen haben wir in beiden Richtungen 11 Kilometer stockenden Verkehr. Lange Staus gibt es außerdem in weiten Teilen von Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Kreuzberg und Mitte. Jetzt sind Sie die Einzigen, die noch durchkommen. Fahrradkuriere. So wie Martin Hollmann. Mit 46 Jahren einer der erfahrensten Kuriere in Berlin. Vor 19 Jahren hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. Die Aufträge kommen direkt aufs Handy. Bobby, ein Schnellschild. Okay? Wann denn? Ja, passt. Super, danke. Gut, tschüss. Ab jetzt läuft für ihn die Zeit. Jeder Kunde meint zwar, sein Auftrag ist der einzige wichtige, aber es gibt wichtige und unwichtige Aufträge. Sein erster Auftrag ist wichtig, führt ihn direkt in die Charité. Das ist eine OP, da wird jemand am offenen Gehirn operiert. 10 Uhr soll ich abholen und dann geht's so zügig wie möglich zum Labor. Erst wenn dort die Analyse vorliegt, kann die OP im Krankenhaus weitergehen. Der Klinikchef hatte die Idee, Fahrradkuriere mit dem Transport der Proben zu beauftragen. Morgen. Sie sind billiger und vor allem schneller als ein Krankenwagen. Keiner da? Oft werden die Kuriere sicherheitshalber zu früh bestellt. Die Operation läuft noch. Jetzt muss Martin Hollmann warten. Spinivils-Kurierdienst, einen Schnellschnitt abzuholen. Der Übergabebereich liegt direkt vor dem Operationssaal. Hier haben nur Schwestern, Ärzte und er Zutritt. Eigentlich hofft man immer, dass niemand da ist. Dass man hoffentlich keine Patienten zu sehen bekommt, weil das einem teilweise dann doch wirklich nahe geht. Das sind ja Kinder, die eine schwere OP vor sich haben oder gerade hinter sich haben. Und deswegen ist man hier manchmal auch so ein bisschen mit Scheuklappen. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Martin hat jetzt 10 Minuten Zeit, um die Gewebeprobe zum Labor zu bringen. Erst wenn das Ergebnis vorliegt, wissen die Ärzte, wie sie weiter operieren müssen. Die Zentrale der Firma Messenger. Jeden Tag gehen hier bis zu 1000 Aufträge ein. Messenger, Jacqueline, hallo. Messenger, Christoph, hallo. In welche Straße geht es? Per Funk geben die Mitarbeiter die Fahrten an die Kuriere weiter. Wer ruft noch? Königsmarkt 33 Richtung City. Altmoorbiet nach Weißensee, Geite hat Schöneberg, Kalibneck in die Danziger. Wenn auch auf die anderen Aufträge. Geite mache ich, wenn bei uns sind. Alles klar, wer will sich noch freimelden? Messenger ist Berlins größte Kurierfirma. Dirk Brauer ist seit 23 Jahren dabei. Beim Fahrradfunk ist es so, man ruft Aufträge aus und sie sind alle hungrig und wollen alle die Aufträge haben. Darum muss man Struktur haben und muss schauen, dass man jeden hört. 5-6, Christian? 5-6. Sag mal, ich habe hier noch Rudi Dutschke in die Friedrich. Vom Kotti in Pusten kann ich machen. Seit 3 Jahren fährt Christian Meyer als Kurier. Ich habe ein anderes Verhältnis zu Bürojob, dass ich da nicht mehr so ruhig 8 Stunden auf dem Schreibtischstuhl sitzen kann und es schon auch sehr genieße, dass ich anfangen kann und aufhören kann, wie ich möchte. Formal ist Christian selbstständig, aber alle Aufträge bekommt er von der Messenger-Zentrale.
Maximal 10 Minuten nach Auftragsvergabe holt er die Sendung ab. Die Tour ist relativ entspannt, also die muss bis nachmittags da sein, aber ich fahre die jetzt schon direkt. Also die ist jetzt in einer halben Stunde, ist dann da oder viertel, ja, halb hoch. Eine Sendung kostet mindestens 5,50 Euro. Der Gesamtpreis richtet sich nach der zurückgelegten Strecke. Ein guter Kurier macht im Schnitt 2.000 Euro Umsatz im Monat. Wenn man fahrradaffin ist, dann gibt einem das schon relativ viel, dass man mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren kann und dabei auch noch ein bisschen Geld verdient. Das ist auf jeden Fall ein großer Glücksfaktor. Klar könnte ich in einem Studienabschluss, den ich hier habe, vielleicht woanders ein bisschen mehr verdienen, aber so genau weiß ich das gar nicht. Ein Drittel vom Umsatz geht als Vermittlungsgebühr an die Zentrale. Die meisten Kuriere sind Männer. Und dann die 73 Petra. Wer hat da noch gerufen? Der 5. Lisa. Ja, guten Morgen. Ich bin frei im Tiefenkreuz. Lisa, im Tiefenkreuz frei. Schreibe dich auf. Bist du die Zweite? Um die Geduld. Wer noch? Wir haben ja so einen kleinen Frauenbonus. Sonst hätten wir noch weniger. Also wir tendieren schon dazu, wenn dann jemand sich bewirbt, eine Frau sich bewirbt und sie will nicht ganz so viel fahren, dann nehmen wir sie trotzdem. Einfach um dann so ein bisschen auch ein paar Frauen im Team zu haben. Eine von ihnen ist Lisa Buckel, eine gelernte Arzthelferin. Ich fand Kuriere immer sehr beeindruckend. Und als das Arbeitsamt mich dann dazu bewegen wollte, mich zu bewerben, habe ich kurzschlussmäßig im Internet nach Fahrradkurierbuden geguckt und angerufen, ob die jemanden brauchen. Und dann hatte ich diesen Job. Ich möchte dich auf A am 1. was für ein grobes Bauabsender schickt. Das wäre das gewesen. Ich mache es ja noch nicht so lange und bringe die Straßen teilweise durcheinander. Lisa ist 30 und erst seit einem Jahr dabei. M15. Das Schlimmste ist, wenn man warten muss, wenn es keine Aufträge gibt. Dann steht man rum und verdient nichts. Also ich habe noch nie aufgegeben, ohne was bekommen zu haben. Aber ich würde wahrscheinlich den Bezirk wechseln, falls wirklich hier nichts passiert. Harzer, Neukölln in die Acker, nach Mitte und Overnight. M15? 15? Du hattest vorhin schon mal gerufen, habe ich vergessen. Das ist richtig, jetzt nehme ich die Harzer Straße. Harzer 39, Szene Post am Acker und Interaudio hat eine Overnight. Alles klar, danke. Jetzt hat Lisa gleich 2 Aufträge auf einer Strecke bekommen. Das ist ideal. Je mehr Aufträge sie miteinander kombinieren kann, umso mehr verdient sie pro Fahrt. Man hat ja bei jedem Auftrag ein Hochgefühl. Man hat das Gefühl, man würde die Arbeit der anderen dadurch beschleunigen, vereinfachen. Nach 10 Minuten kommt Lisa beim Kunden an. Jetzt allerdings beginnt ein Hindernislauf. Die erste Hürde, der kaputte Aufzug. Die Zentrale hat ihr Namen und Adresse des Kunden auf ihr Handy geschickt. Super. Etwas unübersichtlich. Wo genau sie die Sendung abholen soll, ist unklar. Vielleicht gibt es noch eine Etage. Sieht nicht viel besser aus. Hallo. Das ist die einzige Klingel. Es ist ziemlich nervig. Je länger sie sucht, umso weniger Zeit bleibt für die Auslieferung. Nach 10 Minuten hat sie den Kunden endlich gefunden. Hallo, bei Ihnen soll eine Sendung abgeholt werden von Messenger. Ja. Entschuldigung, welche darf es denn sein? Wie heißt die denn? Geht in die Ackerstraße zur LOG-Animation. Ja, die haben wir da. Wunderbar. Dann bekomme ich einmal ein Autogramm. Mhm. Geld verdient sie erst, wenn die Sendung im Rucksack ist. Und die Sendung? Vielen Dank. Die verlorene Zeit muss Lisa auf der Fahrt wieder reinholen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich finde, sie könnten draußen bessere Schilder aufhängen. Manchmal hat man das nicht und dann sucht man ewig und läuft in den 5. Stock und wieder runter. Das ist dann schon etwas belastend. Der Vorteil der Kuriere? Sie fahren Wege, die kein Auto nehmen darf. Martin muss nicht nur schnell, sondern vor allem sicher mit der Gehirnprobe in der Pathologie ankommen. Da geht's immer noch nicht. Das Labor liegt im 5. Stock. An sowas verliert man dann Zeit. Ist der Tumor bösartig oder nicht? Erst wenn Martin seine Probe abgeliefert hat und das Untersuchungsergebnis feststeht, kann die Operation in der Charité weitergehen. Morgen. So, ein Schnellschnitt aus der Mittelallee, Wurzelkrankenhaus. Alles klar, brauch nur Ihren Namen bitte.
Matthias. Alles klar, dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Ich bin nur dafür zuständig, dass es zuverlässig von A nach B kommt. Ich habe einen Namen geben lassen, dass ich nachweisen kann, wer es angenommen hat. Mit den Ergebnissen von den Proben, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Bis zu 5-mal täglich fährt Martin für die Chirurgen. Für ihn immer ein emotional belastender Job. Draußen meldet er sich für den nächsten Auftrag frei. Der Brüchenweg ist raus. Habt ihr was? Okay, dann bleib ich erstmal hier. Danke. Tschüss. Manchmal ist das wirklich am Stück stramm, wo dann denkst, oh, jetzt mal kurz nix. Das ist dann auch angenehm. Bobby? Engel Völker, Charlotten 4 für die Friedrich. Alles klar, danke. Bis denn. Tschüss. So, hätte auch so schön sein können, aber dem soll leider nicht so sein. Fußgänger fürchten Radfahrer. Radfahrer aber fürchten Autofahrer. Hey, hey, hey! Das ist nervig, ey. Hallo? Hallo? Da vorne ist ein schöner Parkplatz, da stehen Sie nicht auf dem Fahrradweg. Ja, Entschuldigung. Danke. Oftmals muss ich mir das erkämpfen bei den Autos. So wie jetzt halt, dass ich zum Beispiel mal eine Spur ganz blockiere halt so, ja. Damit die Autos halt sehen, ich bin auch ein Verkehrsteilnehmer wie jeder andere, der das Recht hat, auch eine ganze Spur zu benutzen. Doch im Ernstfall zieht er immer den Kürzeren. Du kannst nie einkalkulieren, dass man eine Tür aufgeht und dich erwischt. Da kannst du zwar Abstand halten, aber wenn du an der Ampel halt zwischen Autos durchfährst, nach vorne, kannst du trotzdem eine Tür abbringen, weil irgendein Beifahrerrad aussteigt. Christian versucht, nie anzuhalten. Super, danke. Immer voll in die Pedale ist weniger anstrengend, als dauernd neu zu beschleunigen. Rote Ampeln gelten als lästig. Ich kann nur sagen, dass diese Verkehrsregeln nicht für Fahrradfahrer gemacht sind und dass wir, wenn wir uns so wie Autos an Verkehrsregeln halten würden, ständig ausgebremst werden. Und dann gibt es natürlich viele, die sich darüber ärgern. Da ist unser Image, glaube ich, nicht so gut. 30.000 Anzeigen gegen Radfahrer gab es im letzten Jahr in Berlin. Fußgänger erschrecken sich schon manchmal. Ja. Ich glaube, dass sie eine andere Wahrnehmung dann haben, wenn ich schnell auf die zugerollt komme. Also wenn ich selber Fußgänger wäre und hier kommen ständig Fahrradfahrer und klingeln mich weg und drängeln von hinten oder kommen mir zu nah oder so, fände ich das genauso ärgerlich. Vor allem ältere Fußgänger fürchten die Kuriere. Bei jüngeren aber gelten sie als ziemlich cool. Zwei Touristen fragen Christian nach seinem Job. Ja, you have to. Du musst Deutsch sprechen, wenigstens ein bisschen. A little bit. I work with rickshaws. Ich fahre Rikscha auf Bari. Würde ich mich als Fahrradkurier verbessern oder verschlechtern? Ja. Natürlich verbessern. Okay. Ah, du lässt nichts auf deinen Job kommen. Danke, Mann. Ich werde es sicher rausfinden. Mach das gerne. Ich rufe dich wahrscheinlich an. Ja, okay. Hab einen schönen Tag. Wenn ich sagen würde, nee, das ist ein Scheißjob, so wäre ich halt auch nie Kurier geworden. Halt, ja. Also ich meine, ich habe auch irgendwann mal einfach angefragt und habe die Möglichkeit bekommen, halt dazu zu greifen. Und am Anfang müssen die eh immer noch ein bisschen lernen, halt so, da sind die noch nicht so richtig dann Konkurrenz. 10 neue Bewerber melden sich jeden Monat bei Messenger. Nur 2 bis 3 schaffen den Einstieg. Man muss Logistik lernen, die hat man nicht im Blut. Man lernt die Stadt kennen, man muss wissen, wo man ist, das weiß man nicht von heute auf morgen. Man gibt schon am Anfang ein paar Tipps ab, bitte immer Stadtplan benutzen, nicht nur Navi. Und so versucht man dann ein paar Informationen mitzugeben und sagt dann auch, was auf sie zukommt. Ein Anfangsgehalt auf Hartz-IV-Niveau. Eigentlich kann man das nur machen, wenn die Frau oder der Partner oder die Partnerin auch einen Job hat, und man sich gegenseitig dann unterstützt. So funktioniert das. Ein Fahrradkurier alleine kann keine Familie ernähren. Auch nach einem Jahr ist der Kurierjob für Lisa immer noch keine Routine. Sie arbeitet maximal 6 Stunden am Tag und versucht dabei, möglichst viele Kuriertricks zu beherzigen. Einer davon heißt, mit dem Lift nach oben und dann von oben abwärts suchen. Ist das weniger anstrengend, als wenn es im 5. Stock ist und ich laufe hoch. Das kann jetzt natürlich im 1. sein, dann war es umsonst, aber ist es halt nicht immer.
Es kann auch sein, dass es gar nicht im Vorderhaus ist. Unten an den Klingelschildern war aber auch keine Trennung. Vorderhaus, Hinterhaus oder irgendwas. Well. Den Kunden findet sie tatsächlich erst im Hinterhaus. Hallo. Eine Sendung für Sie. Bitte schön. Den Namen bräuchte ich noch. Marvin. Alles klar. Okay. Danke. Tschüss. Ich weiß natürlich, dass es Kuriere gibt, die sehr viel schneller gute Touren für sich erkennen und dann zuschlagen und dadurch auch den Disponenten besser helfen können. Aber es kippt langsam. Die Souveränität wächst, dass man so einen Überblick hat über die Stadt. Auch gute Kuriere müssen Wartezeiten einplanen. Die Zentrale hat entschieden, Christian soll eine Sendung von einem Kollegen übernehmen, damit die schneller zum Kunden kommt. Ja, super, danke. Eigentlich sind wir keine Konkurrenz untereinander, halt, weil immer darauf geachtet wird, dass wir natürlich schon, dass jeder seine Aufträge abbekommt. Und andererseits geht es natürlich auch immer darum, halt, dass für den Kunden halt eigentlich das Beste halt irgendwie gefahren wird. Hallo. Hi. Du hast eine Sendung für mich? Ja, eine kleine Tüte. Mit einer Hose und einem T-Shirt oder mit einem Rücken. Und die geht auch in die Wichert, ja? Ah? Geht ja. Auch in die Wichert? Ja. Okay, super. Alles klar. Du fährst nach Charlottenburg, oder? Ja, zweimal. Okay, alles klar. Super. Danke. Tschüss. Gute Fahrt. Ja, danke. Tschüss. Ich habe zwei Sendungen, er hat einen gut bei mir und so läuft's. Kombinieren heißt das bei den Kurieren. Je mehr Sendungen ein Fahrer im Rucksack hat, umso lukrativer ist die Tour. Das ist eine sehr enge Szene, wie eine große Familie. Da würde ich jetzt hinfallen und habe eine Sendung bei, dann guckt er erstmal, geht's mir gut, aber denkt dann für meinen Kunden mit. Übernimmt meine Sendung, obwohl er für einen anderen Unternehmen fährt und fährt meine Sendung mit aus. Würde ich wie ihn auch machen. Martin testet gerade ein Elektrofahrrad. Ich habe sie leider eingebremst. Letzte Woche bis vorgestern ist noch 45 gefahren, fast 50. Jetzt fährt es noch 28. Wo musst du denn hin? Weil ich war voller Welt. Er macht den Job schon über 25 Jahre. Und mit Ende 40 fährt er noch so schnell. Statt mit dem schonenden E-Bike fahren die Kuriere lieber Fixi. Ein Rad aus dem Bahnrennsport mit nur einem Gang und ohne Freilauf. Im besten Fall merke ich das nicht, dass ich ein Fahrrad unter mir habe, sondern wir sind ineinander verschmolzen und bewegen uns auch so in der Stadt. Ein Glücksgefühl. Das Fixi hat keinen Freilauf und keine Hinterradbremse. Um zu stoppen, muss der Fahrer mit den Pedalen gegenhalten. Nicht leicht. Das ist halt auch so ein Grund, warum Kuriere angefangen haben, diese Räder auf die Straße wieder zu bringen, weil es Spaß macht und relativ wartungsarm auch ist. Fakt ist aber auch, das Bahnrad ist im Straßenverkehr nicht zugelassen. Damit die Polizei sein Fixi nicht einkassiert, hat Christian wenigstens eine Vorderbremse nachgerüstet. Hinten bremst er nur mit dem Reifen. Deshalb braucht er alle 3 Monate einen neuen. Ich brauche mal einen neuen Mantel. Doch auch mit Vorderbremse droht jedem Fixi-Fahrer bei Polizeikontrollen ein Bußgeld. Polizeikontrollen kommen vor. Wir warnen uns da gegenseitig aber auch vor. Dann heißt es halt am Funk, Kontrolle ist da und da. Und dann guckt man halt, dass man da so ein bisschen drumherum fährt. Also, ja, dass man halt nicht unbedingt dann die Tiergartenstraße langfährt, wo halt eine Riesenkontrolle ist und wo alle Fahrradfahrer eigentlich rausgezogen werden. Oder wo so eine Ampel ist, wo man immer wieder über Rot fährt, weil die halt irgendwie so ein bisschen doof geschaltet ist oder irgendwie ungünstig für Fahrradfahrer ist. Dann fährt man da natürlich nicht lang. 100 Euro musste ich bezahlen. Was, echt? Ja. Und 3 Punkte habe ich gekriegt. Jetzt nur mit Vorderbremse? Ja. Ach, krass. Christian wird trotzdem nicht auf seinen Fixi verzichten. Okay, gut, meine Sache. Spaß. Ja. Danke. Christian, bis dann. Ja, ciao. Tschüss. Für die Instandhaltung des Fahrrads ist jeder Kurier selbst verantwortlich. Mit dem Reifenwechsel geht Christians Arbeitstag nach 8 Stunden für heute zu Ende. Der nächste Arbeitstag beginnt früh morgens. Den Takt gibt die Zentrale vor. Messenger Dirk, hallo? 7-4. Jetzt hat er ihn noch nicht mal abgeholt. Ich glaube, ich spinne, ey. Du hast eine Deadline bis 11. Kriegst du das hin? Ich nehme den mal lieber raus. Das ist viel zu knapp. Hört mich 5-6, Christian? 5-6. Wo denn? Ich bin Neukölln und starte jetzt mit Festtour Puttkammer zur Wichert. Christian meldet sich schon von zu Hause startklar.
Erst vor einem halben Jahr ist er Vater geworden. Seitdem sind die Nächte für ihn kurz und der Druck, Geld zu verdienen, groß. Vorteil seines Jobs? Er kann sich seine Zeit frei einteilen. So kann er sich mit seiner Freundin Laura bei der Babybetreuung abwechseln. Am Anfang, wenn ich ihn mal nicht erreicht habe, habe ich sofort Panik gehabt und gedacht, oh nein, das ist bestimmt ein Unfall passiert oder so. Und er kann nicht zurückrufen oder liegt bewusstlos auf der Straße. Ich bin schon gestürzt. Ich habe mich auch schon ernsthaft verletzt. Aber wenn man mit offenen Augen durch die Gegend fährt, kann man die meisten Sachen schon vermeiden. Kuriere verunglücken nicht öfter als Freizeitradler. Sie rechnen ständig mit den Fehlern der anderen. Doch ein Risiko bleibt. Die Fußgänger sind mir zu mobil. Wenn die was sehen im Schaufenster oder irgendwas, dann sind die auf einmal zack, abgebogen. Ein Auto hat eine gewisse Trägheit, ein Fahrrad auch, das kannst du einplanen. Fußgänger macht auf dem Absatz, kehrt Marsch und läuft in eine andere Richtung. Kuriere sind schnell und lautlos und werden manchmal einfach übersehen. Oh Gott. Ist mir gerade zum zweiten Mal passiert. Hier hätte die Fußgängerin aufpassen müssen. Immer wieder kritische Situationen, tückische Fallen. Autos und Baustellen mitten auf dem Fahrradweg. So was sind dann gefährliche Sachen. Die Baugrube, kein Baugerüst dazwischen. Da kann man auch lecker mal einen Meter reinfallen. Doch die größte Herausforderung sind oft die Aufträge selbst. So, 5-6, Christian. 5-6? Christian, kannst du 100 Euro auslegen? Ja, kann ich machen, ja. Ich habe hier in der Rosenthaler 40, in den Hackischen Höfen, da ist Kronkrawatten. Da sollst du eine Krawatte kaufen in Taubenblau für einen dunklen Anzug. Und das geht dann in die Villa Liebermann, bitte zügig abliefern. Okay, alles klar, ich bin um die Ecke, bin ich in 2 Minuten da. Jetzt ist nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Christians Entschlusskraft gefragt. Hallo, lass uns da. Ich habe einen Auftrag, und zwar, dass ich für einen Kunden Schlips kaufen soll. Das Budget ist ungefähr so bei 100 Euro. Mhm. Gut 300 verschiedene Muster stehen zur Wahl. Ach, mir gefällt der hier eigentlich am besten. Mhm. Der hier gefällt mir ganz gut. Hier, das ja. Perfekt. Also der ist ja nicht für mich, aber... Ich weiß, aus Geschenke von ihm. Genau. Der kostet 99 Euro. Super, perfekt. Nehmen wir den. Mhm. Dann haben wir das schnell gekauft. Okay. Ja. Mhm. Das Geld schießt er aus eigener Tasche vor. Okay, dann hab ich's jetzt ein bisschen eilig. Er muss 20 Kilometer fahren, quer durch die Stadt. Ich probiere jetzt schnell durchzufahren, weil die Strecke halt auch ein bisschen weiter ist, und fahre jetzt schnell nach Zehlendorf, damit der Schlips schnell zu seinem Anzug kommt. Lisa hat sich entschieden, lieber im Zentrum auf den nächsten Auftrag zu warten. Führe ich bitte die Magdalena. Lichtenberg. Die Gefahr ist natürlich immer, dass man dann leer zurückfährt, wenn man weit raus sich bewegt. Willst du da rüberfahren oder soll ich die auch schnappen? Schreib mich ruhig erstmal auf. Danke. Aufschreiben heißt abwarten. Aber die Zentrale macht Druck. M15, Lisa? M15. Wollen wir ein bisschen näher kommen, Lisa? Irgendwie habe ich Angst, da hinten passiert nichts. So Richtung Mitte. Köpenicker, Runge hochfahren, dann schauen wir mal. Kann ich machen, klar. Wunderbar. Nach 20 Kilometern hat Christian sein Ziel erreicht. Also es wäre ganz nett, wenn Sie das Fahrrad bitte wegstellen würden. Ja, ah, okay. Habe ich jetzt nur eine Eile hier abgestellt, weil ich nicht wusste, wo. Wir haben so viele Besucher, die hier alles vollstellen. Ja, ich bin auch sofort weg. Ja, gleich. Okay, dann dürfen Gut. Sie. Ja? Danke erstmal. Gut. Okay. Hallo. Hallo. Haben Sie was bekommen? Hallo. Ja, ich habe was ausgesucht, ja. Dort gab es da ein paar. Und mit den Angaben, die Sie gesagt hatten. Ja, das ist ja super. Habe ich. Das ist der Kassenzettel dafür. Okay. Bei dem Museumsdirektor hatte sich überraschend offizieller Besuch angekündigt. Ah, spitze. Super. Ja, das ist doch perfekt. So, was bekommen Sie denn? Der hat 99 Euro gekostet. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Okay.
Danke. Dass das so schnell geklappt hat. Super. Okay, alles klar. Gut. Okay. Ich hoffe, er gefällt. Ja, danke. Tschüss. Die Tour war ganz lukrativ und dadurch, dass ich so einen hohen Betrag hatte an Auslage, irgendwie habe ich das nochmal ein bisschen extra bekommen halt dafür und nochmal ein Trinkgeld und ach, das ist auch manchmal ganz nett, hier ins Grüne rauszufahren, ja. Also, ja, weil man sonst halt nur Betonwüsten in Berlin sieht halt in der Stadt. Das Geschäft von Martin Hollmann liegt in Berlin-Mitte. Seit 18 Jahren repariert er hier auch Räder. Dann ist das Rad soweit fertig. Das blau-silberne Zettel ist hier. Der kleine Laden wird vor allem in der Kurierszene geschätzt. Hallo. Hi. Hättest du einen Moment Zeit, dir meine Bremsen anzugucken? Ja, klar. Bringst du das Fahrrad rein? Mhm. Okay. Lisa musste ihre Tour unterbrechen. Wenn ich die Vorderbremse anziehe, huppelt es immer so. Ich glaube, die sind langsam durch. Jetzt hofft sie auf schnelle Hilfe und Martins Erfahrung. Du, deine Bremsbeläge sind völlig runter. Du musst sie dringend mal neu machen. Die Hinterradbremse solltest du den Zug neu machen. Die geht gar nicht wieder richtig zurück. Hier ist Spiel drin. Ja. Also hier vorne die Belege, guck mal, das ist komplett runter. Die musst du wirklich ersetzen. Alles klar. Und hier, die hängen wir kurz aus und machen den Zug sauber. Dann kannst du erstmal weiterfahren. Dann kannst du nämlich erstmal mit hinten bremsen. Das wäre nett. Okay. Ja. Fahrradreparaturen sind Martins zweites Standbein. Ich hol mal den Kram. Mhm. Zusammen mit seinem Bruder und einem Freund teilt er sich das Geschäft. Den machen wir jetzt ein bisschen sauber, sprühen den ein bisschen ein. So, nee, haben wir soweit. Jetzt kannst du erstmal mit dem Rad so weiterfahren, aber du musst dringend vorne die Bremsbeläge tauschen. Für die letzten Aufträge fühlt sich Lisa wieder sicher im Verkehr. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass die Autofahrer mehr Respekt haben, seit ich diesen Rucksack trage. Also als ob man als Kurier mehr Platz einfordern darf. Je länger Lisa fährt, umso weniger kann sie sich vorstellen, wieder in einer Arztpraxis oder in einem Büro zu arbeiten. Eine Sendung gebe ich noch ab, danach muss ich zu Messenger und eine Overnight-Sendung abgeben. Und die wird von Messenger weitergeleitet und dann über Nacht in eine andere Stadt gebracht. Hallo. Seit wann ist der Aufzug schon kaputt? Oh, schon eine ganze Woche. So, Sendung lege ich hier hin? Sehr schön. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Eile angesagt. Bis um 17 Uhr muss sie die Overnight-Sendung in der Kurierzentrale abgeben. Sie schafft es gerade rechtzeitig. Ihre letzte Pflicht heute, die Fahrten abrechnen. Noch kann sie von dem Job nicht leben. Doch die anderen Kuriere sind ihr Vorbild. Hey, Lisa. Hey. Na? Und wie läuft's? Gut. Siehst du wieder schwer beschäftigt aus? Ja, ich habe jetzt die letzte Sendung reingebracht. Ja, und sind die alle von heute? Fast. Nein. Dein Ernst? Nee. Also, ja. Nee, nicht ganz. Heute ist Montag. Man tut, was man kann. Also. Ja, ich hatte viel zu tun. Das ist die letzte Overnight jetzt, dann fahre ich nach Hause. Reich wird auch Christian nicht. Doch wichtiger als Geld ist allen Kurieren ihre Freiheit auf dem Rad. Dafür kämpfen sie, jeden Tag, mit vollem Einsatz. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.